Ja, hallo, grüß euch. Hoher Besuch heute. Habt Glück, dass ihr daheim bin, weil das ist ganz selten. Kommt's hin? Ja, ich freue mich, dass ihr heute da seid, bei mir daheim, beim Herbie. Herbie privat. Mei, sowas. Eigentlich bin ich ein Heringer. So fang ich schon mal an. 1971 geboren. Ja, und halt normal Schule gegangen. Hauptschule war ich im Internat in Schwarz. Nachher halt Hotel gemacht, Lehre, Tischlerlehre. War ein bisschen bei meinem Papa in der Werkstatt und bin dann sofort in die Architektur gekommen, Innenarchitektur. Und hab so mit 15, 16 Theaterspielen angefangen. Beim Stadttheater Kufstein. Deshalb war für mich noch klar, dass ich nach Kufstein ziehe, wenn ich ausziehe. Und so habe ich es auch getan. Bin nachher da in der Innenarchitektur gewesen in Kufstein. Und durch Zufall, eben auch durchs Theaterspielen bekannt, haben sie mich angeregt, ob ich nicht beim Tirol TV anfangen will. Und das habe ich auch gemacht, war 9,5 Jahre beim Tirol TV als Redakteur tätig, teilweise auch Kameramann. Kennt mich vielleicht der eine oder andere. Und war dann kurz noch in der Grafik und jetzt bin ich beim Ferienland Kufstein. Aber interessant sind natürlich die Hobbys. Das ist schon was Besonderes, glaube ich. Ich bin halt ein Jäger und Sammler. Wenn man zum Beispiel sieht, meine Jukebox da hinten, die erfreut mich jeden Tag mit Musik aus den 20er, 30er, 40er, 50er, 60er, 70er Jahren, was es hergibt. Musik ist überhaupt so ein Thema. Und deshalb haben wir 1998 die Herren Wunderlich gegründet. Was sind die Herren Wunderlich? Wir sind drei Jungs, zwei Tenöre und ein Pianist. Und wir singen Lieder aus den 20er, 30er Jahren. Theater spielen natürlich immer nur wieder. Bühne bauen, Bühne malen und zum Thema Sammeln muss ich schon was sagen. Also ich habe mir etwas ausgesucht, was wirklich platzraubend ist. Also ich sammle Spielhallenflipper seit 2002. Unglaublich. Öfe habe ich. Sind natürlich verteilt im Freundeskreis. Da haben wir auch ein paar. Da haben wir die nicht Platz. Keine Frage. So groß ist die Wohnung noch nicht. Und eine Drehorgel habe ich übrigens auch noch. Das hat mich auch noch mal geritten. Und da bin ich auch bei teilweise Feiern umeinander und spüre halt ein bisschen. Es hat halt alles irgendwie mit Musik zu tun, mit Technik. Und ich glaube, bevor wir lang reden drüber, zeige ich euch was. So, Dala. Jetzt sind wir da bei der Flippersammlung. Das ist der Rest vom Schützenfest und macht immer ganz gewaltig viel Spaß. Eine große Bandbreite und tja, Kugel weg vor lauter Ratschen, so ist das halt. Mir hat es gefreut, dass ihr ein bisschen bei mir wart, dass ihr mich besucht habt und vielleicht bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Geht? Geht? Ja, hallo, servus. Ja, hallo, grüß euch, servus. Ja, was tat sich da mit besuchen? So ein Blödsinn, ich mach das gleich nochmal. So, geht? Ja. Geht das? Seid ihr da? Seid ihr alle da? Schön. Okay. So, dala. Oh, jetzt sind wir da beim Rest zum Schützenfest. Das ist der Fantastik aus dem Jahr 1972. Ein rein elektromechanischer Flipper, ohne Elektronik, nur mit Relais. Und absolut gemein. Weg ist die Kugel. Absolut gemein. Mir hat es gefreut, dass ihr mich ein bisschen besucht habt, dass ihr euch was zeigen habt dürfen von mir, von meinen Hobbys. Und vielleicht sieht man sie wieder mal. Und deshalb, gute Reise, habe ich gesagt. Ist auch ein Scheiß.